Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das habe ich nicht. Nein, ach, jetzt hör doch mal auf, Tenshi. Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Gefängnisses. Ich bin der Tenshi und wir spielen The Escapists. Ja. Und wie jeden Morgen müssen wir erstmal drecklos werden. Hier, der Nuru, du liebst Dreck, ich gebe dir Dreck. So, ich hätte die Puppe natürlich auch noch im Dings lassen können. Ja, Klebeband an sich haben wir genug. Wir sollten vielleicht das Geld erstmal horten. Talkumpuder, Moment mal. Talkum wollte ja der Rüdiger haben. Nein. 17 gibt's dafür nur. Nein, das bringt mir nichts, das dann zu kaufen. Das bringt nichts. Was macht der Muru? Nein. Emil, nein. Wenn es so langer Text ist, dann weiß ich sofort, das hat was mit Schlagen zu tun. Und ich bin ja nicht so der Schläger. Okay, wie sieht's aus? Ein paar Gabeln brauche ich und ich brauche Holz, ganz wichtig, Holz und Gabeln. So, okay. Was ich jetzt in Zukunft machen werde, ich werde mich erstmal nur um Harzer und um Rüdiger kümmern, auch wenn die anderen natürlich eine Gefahr darstellen, wenn die immer so schlecht gelaunt sind. Aber ich werde mich nur um Harzer und Rüdiger kümmern, weil die könnten mich ja verraten, wenn ich immer nachts dann die Zelle verlasse. Und darum werde ich mich um die kümmern. Ich habe auch, oh. Hahaha, ich habe gerade gesehen, dass nämlich zwei neue Angebote reinkamen. Oh, sehr schön. Das ist ja wunderbar. Ich kann meine Schaufel reparieren, beziehungsweise meine... ich brauche aber noch einen Pfeiler, verdammt. Ich könnte jetzt einen Pfeiler bauen. Ist ein bisschen blöd. Einen Pfeiler könnte ich jetzt bauen oder... So, was hat der Schönes? Nichts. Das ist halt ein bisschen blöd jetzt. Repariere ich meine Hake oder baue ich mir einen Pfeiler? Ich glaube ja, ich werbe Pfeiler und halt mit Gabeln muss ich dann halt weiterarbeiten. Vielleicht finden wir ja noch ein Holzstück. Das kann natürlich sein. Da ist man noch eins finden. Ach, die haben alle irgendwelche Aufgaben hier. Ist schlimm. Wo ist ein Harzer? Harzer und irgendjemand prügelt sich. Ich hoffe, das ist nicht Rüdiger, die sich da... Das ist nicht Harzer und Rüdiger, die sich da beprügeln. Okay, es sind immer noch die gleichen Angaben hier. Rüdiger liegt auf dem Boden. So. Entschuldigung, Charlie. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das habe ich nicht. Nein! Ach! Jetzt hör doch mal auf, Tenshi. Die ganzen Leute hier zu bedrängen. Das ist ja schlimm. Ey, Harzer. Ich wollte gucken, was du dabei hast, Harzer. Kann sich nur um was Gutes sein. Die gucke ich auch gleich mal nach, was die so haben. So, kommt. Macht euch tot. Los, schnell. Ich muss arbeiten. Los, kommt. Macht euch tot. Macht euch tot. Na, hat nichts dabei gehabt. Trottel. So. Nein. Was mache ich denn? Ich muss arbeiten. Erst arbeiten, dann kommt das Vergnügen. Hahaha. Okay. Es ist halt wirklich sehr wiederholend hier. Aber es ist eine gut bezahlte Arbeit. Und vor allem habe ich dadurch die Chance, hier besser auszubrechen. Also die Arbeit an sich ist mir da relativ egal, aber... ich kann hier mein Lager aufschlagen. Und ich muss sagen, ich habe mir schon ein richtig schönes Lager eingerichtet. Und... oh, das war jetzt ein bisschen falsch. Erst kaufen. Erst weglegen. So, jetzt haben wir es geschafft. So, ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt gleich... unten den Stein kaputt machen soll. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Na, ich habe ja eh noch keine Dings dabei. Keine Gabeln. Das heißt, wir nutzen die Chance und durchsuchen erstmal alles. Nach, und ihr werdet jetzt schon fast erahnen, Holz. Denn Holz ist sehr wichtig. Oh, ich habe hier tatsächlich noch eine Gabel drin. Die nehme ich natürlich sofort mit. Tue ich gleich noch mit hier rein. Ein Gabelsammelsurium. Haben noch nichts geschafft. Da ist Rüdiger. Du kriegst gleich mal zwei Waffen, Rüdi. Ja, wir sind schon so dicke. Wir sprechen uns schon mit Spitznamen an. Der kommt mal wieder dahin. So. Rüdi ist das nämlich. Rüdi heißt der. Ein Crafting-Rezept kann man, glaube ich, auch gut verschenken. Bin mir da zwar nicht so ganz sicher, aber ich... oh, da ist eine Kammwaffe und das ist gleich noch das dazu. Und dann hier noch eine Kammwaffe und dann freue ich mich. Und was hat der Rüdiger zu verkaufen? Bleib stehen. Klebeband, ne? Ja. Ah, hier ist noch... Darkseid verkauft auch nur Rotze. Aber Harzer ist da eigentlich noch drinnen gewesen.
Dem würde ich gerne noch was schenken. Harzer, du kriegst das hier. Und Harzer, du kriegst auch gleich noch die Waffe, die ich mal gefunden habe. Was die hier gewesen ist. Und dann muss ich noch ein bisschen. So. Oh, wer hat jetzt gewonnen? Harzer hat gewonnen. Das finde ich gut. Timid, bla bla bla. Rüdiger. Bekommst auch nochmal schön was. Aber leider kein Holz. Bis jetzt noch kein Holz bekommen. Finde ich blöd. Aber Rüdiger ist jetzt richtig gut. Dicker Kumpel jetzt. Sehr schön. Der verkauft mir dann hoffentlich alles ganz günstig. Wenn ich denn mal alles ordentlich hier, wenn er was ordentliches hat zum Verkaufen. Oh, da, die kloppen sich. Das ist immer gut. Weil man dann schauen kann, ob da irgendeiner was hat davon. Ich bin heute total im Dialekt verfallen. Ich weiß auch nicht, warum. Hier noch eine Gabel nehme ich auch noch mit. Naja. Ich bin halt wirklich sehr im Dialekt. Gefällt mir gar nicht. Also diese ganze Aufnahmesession ist schon sehr komisch. Jetzt haben wir Hofgang. Ich hätte gerne natürlich noch ein bisschen durchsucht, was die da hier noch so zu bieten haben. Aber okay. So, Harzer, du kriegst auch nochmal die ganzen komischen Waffen. Ich finde das ja sehr schön, dass hier keine Metalldetektoren oder sowas sind. Da muss man sich nicht um diesen ganzen Dreck kümmern. Das finde ich sehr gut. Rüdiger, du verkaufst immer noch den gleichen Scheiß, okay? Und Darkside LP, du bist, hast auch noch den gleichen Scheiß drin, ne? Das gibt's doch gar nicht, ne? Ich stelle mich jetzt einfach hier hin, als würde ich irgendwas Wichtiges machen oder so. So, Gabeln haben wir auf jeden Fall ein paar. Da können wir ein bisschen was mit reißen. Leider, ja, Energie und so. Das ist ein bisschen blöd, weil jetzt kommt, glaube ich, nochmal die Arbeit. Nein, jetzt kommt nochmal Freizeit. Und da muss ich mich vorher erstmal duschen gehen. Ist ein bisschen doof. Wie sieht mein Intelligent aus? Ja, okay. Könnte auch besser sein. So, da hat jemand eine Pfeile. Oh, shit. Nein! Nein! Shit, ey. Naja, ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt ja nur leider nochmal ein bisschen was verloren, aber es ist jetzt nicht so verkehrt. Ich möchte hier nochmal reinschauen. Vielleicht haben wir hier noch Glück und kriegen nochmal ein Holz. Also Holz habe ich ja zum Glück schon weggelegt gehabt. Dementsprechend alles kein Problem. Jetzt muss ich mir eine eigene Waffe wieder basteln oder halt schauen, dass ich mir irgendwo eine Waffe herkriege. Kleber wollte keiner haben. Poster brauche ich auch noch nicht erstmal. Da ist der Rüdiger. Ich hätte gerne noch gesehen, was der andere Typ hatte irgendwie. Ob der noch was hatte. Aber naja. Man kann nicht da alles haben. So. Ich lagere mir das Zeug jetzt einfach mal. Aber da unten war noch einer kaputt. Naja, ein bisschen spät wahrscheinlich. So, das heißt, das Holz nehme ich schon mal mit. Vielleicht nicht auf Platz 1. Ja, okay. So. Ja, das heißt, ich kann nur zwei Gabeln mitnehmen. Ah, Timmy. Komm, bleib stehen. Du kaufst nur Mist. Und was ist mit dir? Ja, auch nicht so ungefähr. So, hier muss ich auch nochmal schnell vorbei warten. Oh, noch eine Kelle. Kann ich auch gut gebrauchen. So. Ein paar Gabeln schon mal hinlegen. Und dann hier nochmal schon mal das hier craften. So, eine Kelle lege ich auch nochmal hier hin. Und das lege ich hier schon mal hin. Und dann holen wir uns schnell die ganzen Gabeln. Ja, die Gabeln. So, alle, die ich auftreiben kann. Leider, liebe Freunde, habe ich immer noch kein Holz gefunden. Abgesehen von den zwei Holz. Also ich habe schon Holz gefunden, so ist es ja nicht. So, den Löffel, den möchte ich loswerden. Brauche ich erstmal nicht. So. Okay. Ja, die Freizeit ist gleich zu Ende, aber wir werden trotzdem noch ein bisschen versuchen, was zu reißen hier. Ein bisschen was müssen wir noch machen. Ein bisschen arbeiten ist auch mal angebracht. So. Danach geht's wieder lecker essen. Yum, 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 yum. Da kriegt man vielleicht noch ein paar Gabeln. Wobei die Gabeln sind ja alle leer. Dementsprechend kriegen wir keine Gabeln mehr. Das hat sich ja fast schon gereimt, oder? Leer, mehr? Och man, ich bin der beste Dichter der Welt. Okay. Lass uns einfach den Stein zertrümmern und dann ganz normal weitergraben. Ah, ich wollte ja am Tag eigentlich nochmal schnell zu Dings rüber. Ah, da muss ich mal schauen, wie ich das mache. Freizeit ist jetzt gleich zu Ende. Ach, wir haben ja nochmal Arbeitszeit. Da kann ich mich auch nochmal rüberschleichen, glaube ich. So. Jetzt gibt es erstmal Essen. Okay.
Dann müssen wir da drüben zählen, wie weit wir graben müssen. Das würde ich gerne mal wissen. Wobei ich das dann beim nächsten Mal eh wieder vergessen habe. Dementsprechend ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Okay, wie schon gedacht. Ich habe auch keine Waffen mehr. Die verkaufen wir nichts. Das sind ja noch die alten. Nein! Ach! Ich muss immer weiter wegstehen. Aber außerdem möchte ich mich hinsetzen. Ich muss mich ja ein bisschen regenerieren. Hier ist auch Harzer, hier ist Rüdiger. Perfekte Sache. So, alle werden geknuddelt. Alle, die hier rumsitzen. An meinem Tisch natürlich, weil alle meine Kollegen. Alles meine Kollegen. Oh, der eine hat angefangen, hier ein bisschen rumzuschlagen. Okay. Ah, er ist tot. Er ist tot. Oh, ein Stück Holz. Ich krieg ja die Krise. Ich kann Dings reparieren. Mal Blackmail, ist das neue? Ah, das ist doch auch noch neu. Ah, Bleche, naja, brauche ich nicht unbedingt, aber das heißt, hier irgendwo rennt noch einer rum, der auch noch sowas haben müsste, eigentlich. Ist mir aber egal, ich werde jetzt meine Schaufel reparieren, meine Spitzhacke reparieren. Das muss einfach gemacht werden. Yeah! Scheiß auf Gabeln, wer braucht schon Gabeln, ey? Na gut, die Gabel, na egal, die könnte ich trotzdem noch irgendwo hinlegen, aber ich werde jetzt das damit zerhacken. Hier, mit einmal zerhackt, nein, doch nicht. Na komm, ich nehme jetzt dann doch nochmal schnell die Gabel. Oh nein, ich muss arbeiten. Verdammt. Hä, geht doch kaputt. Ich habe vergessen, ich muss ja die Arbeit erfüllen, sonst fliege ich raus. Das ist gar nicht gut dann. Puh. Zum Glück habe ich das jetzt noch mitbekommen. Ich war jetzt irgendwie komplett im Freizeitmodus schon. Das war knapp. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen blöd gebaut hier gerade, was ich hier mache, aber passt schon. Boah, Leute, ich bin echt fast vermasselt. Ja, und wie weit ich noch graben muss, naja, da werden wir ja sehen. Ich glaube, man kann nicht weit genug graben. Wie ein Maulwurf, ich breche aus. Ja. Das wird total cool, wird das total cool. Okay, und klick, klick, klick. So. Aber komm, ich schau trotzdem mal schnell nach. Weil es mich einfach interessiert auch. Okay. Also, ich muss. Eins. Ich bin ja hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Siebzehn. Siebzehn, siebzehn. Ich darf das nicht vergessen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, 9 sind wir schon. 17 müssen wir. Wird noch ein weiter Weg, meine Freunde. 17, 17. Ob ich mir das irgendwo hinschreibe, damit ich es nicht wieder vergesse? Na, mal gucken. Mal gucken. So. Ja, wir kommen gut voran, meine Freunde. Mit der Kelle, die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Oh, jetzt ist Duschen angesagt. Naja, kann ich ein bisschen später kommen, ist kein Problem. Ja, jetzt können wir nicht mehr weitergraben. Nachts, selbst, also nachts können wir auch nicht mehr weitergraben. Ja. Muss man mal schauen, wie wir das jetzt machen. Ist ein bisschen blöd. So, mich hat keiner vermisst. Ja, schade, wenn wir jetzt wenn wir jetzt nicht zufällig zwei Holz irgendwo kaufen können. Oder finden bei irgendeiner Leiche, die irgendwo auf dem Boden liegt. Was ich ja bezweifle, weil ja irgendwie keine Leichen rumliegen. Dann wird es schwer. Kann ich nicht anklicken. Ich muss echt neben den stehen, mit den, neben den Leuten. Nein, ich glaube, das wird nichts mehr, liebe Freunde. Das heißt, in der Nacht haben wir uns auch gar nichts zu tun. Außer wir fangen an, irgendwie mit den Gabeln uns irgendwie noch durch eine Mauer zu graben. Bräuchten wir aber noch ein Poster oder sowas. Oder mit einem Fake-Zaun. Aber so ein Fake-Zaun hat ja auch... Ne, warte mal, ich muss gucken. Okay. Aber so ein Fake-Zaun... Fake-Zaun bauen ist scheiße, weil die mich auch eine Haltbarkeit haben. Nur einer, der was verkauft, das gibt's doch gar nicht. Na gut, schade, aber ist nun mal so. Guck mal, der verkauft jetzt was. Nee, das ist immer noch der gleiche. Ich dachte gerade, der steht woanders. Naja, gut. Haben wir gar nichts nachtsüber zu tun. Aber es ist krass, oder, Leute? Da können wir tagsüber genauso viel Arbeit leisten wie Dings schon. Oh, warte mal. Schnell hier noch was verschenken. So. Okay. Wir haben noch ein paar Kämme.
Dann werde ich ihn nochmal umwandeln, wobei das natürlich auch illegale Objekte sind, aber ist ja kein Problem. Die kann man ja schnell verschenken. So. Ich schaue hier nochmal rein. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Ja gut, wir haben auch gar nichts zum Schneiden, zum Graben haben wir jetzt auch nicht unbedingt was. Aber ich kann mal... Hoffentlich werde ich jetzt nicht erwischt, wenn ich hier draußen rumrenne. Also ich könnte mir eine Gabel schnappen und hier mich irgendwo durchgraben. Hier vielleicht sogar direkt mal rein. Da kann ich von hier irgendwo mich hier durchgraben. Ich glaube, das geht nicht so. Aber guck mal, da. Nee, ist das schwarz oder ist das ein Gang? Ist das hier ein Gang? Ist, glaube ich, nur schwarz, oder? Ja, ist, glaube ich, nur schwarz. Kommt man leider nicht lang. Aber hier... Krankenstation. Dann könnte ich medizinische Artikel... Gibt es dort? Was sind denn medizinische Artikel? Na gut. Ob ich daran muss, weiß ich nicht. Aber ich habe schon Bock, irgendwie hier durchzugraben. Mal kurz gucken, ob das gehen würde. Nee, es geht nicht, weil der da hinläuft. Der läuft automatisch da hoch. Geht also nicht. Man müsste sich hier so durchgraben. Wobei, man kann ja über die Theke springen. Das könnte man aber auch tagsüber machen, aber ich fange jetzt einfach... Gabel zerbricht. Das heißt, wir müssen nur noch ein Poster besorgen. Dann machen wir hier auch nochmal ein Poster rein. Dann kommen wir da auch noch hin. Einfach damit wir überall hingehen können. Wobei ich von hier aus dann nirgendwo anders noch hingehen kann. Außer vielleicht in der Bibliothek geht dann auch nicht. Wenn ich hier durchgrabe, könnte ich noch zur Bibliothek gehen. Na gut. Aber wenigstens irgendwas gemacht. Ah, die Gabel ist auch zerbrochen. Haben wir oben noch eine Gabel drin? Ich weiß es gerade nicht. Ah, hier sind noch zwei Gabeln. Okay. Werde ich auch nochmal mitnehmen, auch nochmal verwenden. Ja, mehr kann ich gerade nicht tun in der Nacht. Das finde ich ein bisschen schade, weil die Nacht ist immer so, wo man halt ein bisschen was machen kann, aber diesmal eben nicht, meine Freunde. Diesmal nicht. So, wenn ich dann irgendwann mal eine Mauer rauskriege, ich muss natürlich aufpassen, weil ohne Poster brauche ich die Mauer auch gar nicht kaputt machen. Aber ich kann sie wieder einsetzen, ist ja auch kein Problem. Die Gabel ist zerbrochen, oh. So, ich brauche ein bisschen Energy. Ist kein Problem, wir haben ja genug Energie. Eigentlich könnte ich auch alles offen lassen, aber ich habe immer Angst, dass nicht doch vielleicht mal eine Wache hier drin rumläuft. Das wäre dann ein bisschen blöd in dem Moment, dass dann genau dann einer kommt. So. Ja, viele werden es jetzt wahrscheinlich nutzlos halten. Ich denke mir so, naja, warum nicht? Warum nicht? Wenn es geht, dann kann man das doch machen. Aber ich muss noch ein Poster dann. Klebebänder haben wir noch einige rumliegen. Die sind natürlich wichtig. Gabel zerbricht. Vielleicht kann ich das hier einfach dann nehmen. Ich weiß, da 17 Felder muss ich. 17 Felder, das muss ich dann aber auch wirklich mir merken irgendwie. 17 Felder muss ich machen. Das, okay, dann kann ich das Poster quasi... Okay, nein, jetzt geht's nicht. Das ist gerade nachts und da ist eine Kamera. Aber ich werde dann einfach am nächsten Tag nochmal abzählen. Und dann... Oh, der Rüdiger verkauft Sachen. Okay. Werde nochmal abzählen und werde mir das irgendwo hinschreiben und dann brauchen wir das Poster da nicht mehr. Ne, dann wissen wir ja ungefähr, wo wir uns rausgraben müssen dann. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenji hier von unserem Noobs-Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi!